Dann haben wir eine Eisenspitzhacke. Gut. Okay, dann ein neues Land. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, über welche Länder ich alles erzählen sollte. Aber ich glaube, dass ein weiteres beliebtes Land, über was ich erzählen soll, sind die Türken. Also gut, hier sind die Fakten nicht allzu, ja, richtig wie bei den Deutschen. Also, bei den Türken, da weiß ich nur ein bisschen, und das bisschen, was ich weiß, ist nicht so hundertprozentig richtig. Aber ihr könnt mich, wie gesagt, gerne korrigieren, falls ich was Falsches erzählen sollte. Gut, also die Türken, die waren ja früher die Osmanen, so viel weiß ich. Und zwar wurde das Osmanische Reich im Mittelalter, glaube ich, gegründet, oder im späten Mittelalter, so genau weiß ich das jetzt nicht. Ja, ich glaube, das müsste im späten Mittelalter gewesen sein. Die hatten damals ein Reich von, oh Gott, Moment, von Ägypten über die Türkei bis nach Russland hoch. Genau. Und entstand die Türkei aus einem Land in der, oh Gott, aus, nee, die Türken, die, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich weiß so wenig, ja, sorry, weil, falls ich jetzt hier nicht so viel wissen sollte, genau. Oh, perfekt. Hier ist eine Truhe. Also gut, dann passt das eigentlich, aber ich schließe es hier mal schnell, Moment. Gleich erzähle ich euch weiter über die Türkei. Ah ja, genau, okay, ich glaube, die Türken, die stammen ursprünglich aus einem Nomadenvolk in Asien, kann das sein? Ich glaube, ja, stimmt. Ich glaube, die kommen ursprünglich aus Asien, also bei China dran, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher, also wie gesagt, korrigiert mich, falls ich was Falsches sagen sollte. Und dann siedelten die quasi zu dieser heutigen Türkei hin und besiegten die Byzantiner und gründeten damals die Türkei und wurden später zu dem Osmanischen Reich. Und das Osmanische Reich, das brach so, ja, im 19. Jahrhundert, glaube ich, Anfangs des 19. Jahrhunderts. Moment, nee, falsch. Anfang des 20. Jahrhunderts, sorry, Anfangs des 20. Jahrhunderts wieder zusammen in mehrere Staaten inklusive der Türkei. Genau, so ist es richtig. Ja, also hauptsächlich waren die Türken in ihrer Geschichte Osmanen. Wobei das eigentlich dasselbe ist, glaube ich zumindest. Gut. Und in der Antike waren es, glaube ich, ja, da weiß ich nicht so viel, aber in der Antike lebten, glaube ich, in der heutigen Türkei Ponter und später Byzantiner. Genau. Ich glaube, das stimmt so, wie ich es jetzt erzählt habe. Also, wie gesagt, korrigiert mich, falls ich was nicht richtig sagen sollte. Das ist halt so, wie ich es, ja, aufgeschnappt habe. Verdammt, jetzt habe ich die Treppe weggebaut. Nicht gut. So, gut, hier haben wir 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Oh, fuck, jetzt haben wir es hier, glaube ich, eins zu weit, kann das sein? Ja, sieht so aus. Genau, das ist die Wand hier. Seht ihr? Ich glaube, diese Wand hier muss ich schließen. Auch wenn da hier Eisen und so ein Zeug ist, aber egal. Ja, wir haben eh genug. Wir brauchten schon Eisen und Kohle. So, gut. Gut, gut, gut. Damit haben wir, ja, einigermaßen eine Menge Pflastersteine gesammelt. Oh, jetzt haben wir hier ein Loch gebaut. Merkwürdig. Das waren bestimmt die Asiaten.
Deswegen spielt hier jetzt gerade so eine asiatische Musik. Oh, Trojaner. Das Volk, wo ich so wenig weiß. Nein, Quatsch. Trojaner ist ja was anderes. Das waren die Amazonen, was ich vorhin meinte. Okay. Die Trojaner. Ja, die Trojaner, die fielen ja durch die Griechen. Das weiß man aus der... Ja, aus dem Geschichtsunterricht bestimmt. Durch das trojanische Pferd. Ich glaube, das wisst ihr bestimmt alle. So, gebrannter Lehm. Gut, ich lage das jetzt mal rein. Das müssen wir später erstmal zurücklehnen. So, das müssen wir später irgendwie umwandeln. Ach ja, Schäfchen. Könnte ich wieder ein bisschen ernten, genau. Dankeschön, du bietest mich dir förmlich an. Oder wie man das auch sagt, keine Ahnung. Scheiß auf Grammatik, ich spreche so, wie ich will. Scheiß auf Deutsch oder Grammatik. Ich erschaffe mein eigenes Deutsch. Gut. Hallo Kuh. Kuh. Blöde Kuh. Ey, du blöde Kuh. Okay, gut. Jetzt möchte ich aber das Dach bauen. Hallo Wolli. Wie wär's, wenn du dich mal wieder einkleiden würdest mit Wolle? Das würde mir sehr gefallen. Gefallen. Inzucht mit Schafen. Was? Nein, habe ich nicht gesagt. Verdammt. Sodomie. Was? Nein. Jetzt wird das Video gesperrt. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Ach ja, Dach. Verdammt, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich vergesse alles, was ich machen wollte. Ich spiele ja auch täglich Amnesia. Nein. Halt, nein, zunächst nehme ich das raus, was hier drin ist. Denn mit dem Stein, was ich hier jetzt gebrannt habe, möchte ich eine weitere Wand im Haus bauen. Aber nur eine kleine, nicht so besonders groß. Ich möchte bloß diesen großen Raum hier ein bisschen trennen. Und hier dann vielleicht noch, genau. Dann mache ich hier später eine Tür hin. Und zack, zack, zack. Zack, das kommt weg. Ah, Wolli. Danke für die Wolle. So, und jetzt geh weg. Ich muss hier bauen. Genau, das ist der Stall von Wolli. Gut, hier baue ich eine Tür hin. Moment, das ist unsymmetrisch. Oh Gott! Dann muss das hier weg. Dann ist es nicht mehr unsymmetrisch. Aber dann passt die Treppe nicht mehr. Da ist die Treppe unsymmetrisch. Na gut, dann hau ich mal das hier weg. Da brauchen wir halt nur ein Dingens. Nur ein Treppenbalken. So, gut, ja, es passt, das muss weg. Dann baue ich noch gleich Holz dorthin. Genau, jetzt passt. Sieht zwar ein bisschen komisch jetzt aus mit dieser Leiter hier im Weg, aber... Genau, so sparen wir uns ein paar Steinblöcke auch noch. Das ist gut, das ist gut. Wie gesagt, wir können ja später hier noch was hinbauen. Hä, Wolli! Stell mich doch nicht in den Weg. Ach, egal. Scheiß auf Deutsch. Scheiß auf Deutsch, ey. Ich hab in Deutsch eine 6. Also scheiß auf Deutsch. Ey, wir brauchen schon Deutsch, ey. Ich kann doch Deutsch, ey. Voll scheiße, ey. Ey, Wolli, geh weg, ey. Alles Klärchen. Hä? Wolli! Wolli und Wolli. Okay, Wolli hat sich geklont, verstehe. Halt! Kommt ihr von drinnen? Von draußen? Hilfe, ich werde von Schafen belagert! Die wollen sich ihr Revier wiederholen. Was ich ihnen genommen habe mit dem Bau meines Hauses. Oh, schaut,
Schaut euch die an, die unterhalten sich. Hey du, dieser Typ da lässt mich nicht raus. Unternimm etwas und räche mich. Ja, mach ich. Kann ich dich irgendwie reinschubsen oder so? Aber ich glaube, mit Leit- wenn eine Tür da ist, geht es doch nicht, oder? Ach, egal. So, Wolli plant eine Verschwörung gegen mich, das ist super. Oder sein Bruder, whatever, sein böser Bruder. Gut, okay. So, da muss hier noch die Mitte gefunden werden. Und zwar, ja, mache ich die wie hier. Wobei, hier kann ich eigentlich eine Doppeltür hinbauen. Genau, mache ich hier eine Doppeltür. Und hier auch. Oh, ein kleiner Leck. Hallo, Leck. Hallo. 1, 2. Na, 2 Steine hätten uns noch gefehlt, dann hätte es genau gepasst. Aber wir haben hier noch 5 Wolle und naja, das passt eigentlich auch nicht so genau. Ja. Aber vielleicht bringen wir uns Wolle, die letzte benötigte Wolle. Oh, ein Wollblock zu wenig. Aber trotzdem danke. Gut. Oh nein, bei der Musik muss ich singen. Seht, wie die Sonne dort am Horizont auftaucht. Die Sonne geht auf und ist scharf, schaut mich so komisch an. Huch, jetzt sind es schon 2, die in meinem Zuhause sind. Es sind hier ein paar Schäfchen und wir laufen jetzt der Sonne entgegen, ja. Seht, die Sonne geht auf. Ach schön. So, okay, gut, dann laufen wir wieder zurück. Oh. Wolle! Haha, ich kann ohne das Menü spielen. Seht her, ich spiele wie ein Oberpro ohne. Moment. Oh, verdammt, wie mache ich das jetzt weg? Hilfe! Ich will das nicht! Nein, weg! 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 Ich beobachte dich. Das ist bestimmt ein Einbrecher. Der hat gerade meine Truhen durchwühlt. Ich hab's gesehen. Ihr habt das auch gesehen. So, mal schauen, ob noch alles da ist. Aha, aha. Ein Werfer, okay. Ein Stein. Und ein Steinziegel. Alles klärchen, machen wir weitere Blöcke draus. Also Steinziegelblöcke, whatever. Und schließen das hier jetzt ab. Zack, zack. So, ja, jetzt haben wir hier, ja, den Raum getrennt in 2 Räume, sag ich mal. Genau, so stelle ich es mir vor. Genau, sieht gut aus. Hier könnten wir vielleicht noch ein Fenster hinhauen. Ich glaube, ich mache es einfach mal. Ja, ist eine schöne Aussicht auf den Dschungel. Ich mache mal kurz die Rennedistanz weiter auf... nein, weiche Beleuchtung, ach, Minimum, ja, und dann die Sichtweite auf weit. So, jetzt fängt es zwar ein bisschen zum Lecken an, aber egal. Ich will jetzt den Dschungel von hier aus sehen. Und wenn der brennt, dann machen die Mayas ein Lagerfeuer, so ein Signalfeuer. Schauen wir uns das mal an. Ja, ich glaube, während der Map Generator die Map generiert, mache ich mir hier ein paar Türen hin. Nur hier lasse ich es offen. 1, 2 und 1, 2. Dann haben wir den ersten Stock einigermaßen, ja, sortiert, sag ich mal. Verdammt, man kann die nicht stacken. Nein! Na gut, dann... überschüssige Zeug ab in die Truhe und die Türen. Warum kann man Türen nicht stacken? Finde ich ein bisschen schade jetzt. Huch!
Jetzt bist du auf meinem Bett, jetzt muss ich's reinigen. Wegen dir. Ja, geh raus. Du hast dir nichts verloren. Verpiss dich. Raus aus meinem Haus und ruf ich die Polizei. So. Hoffentlich war das nicht Wolli. Und wenn es Wolli war, dann Scheiß drauf. Ah, da ist Wolli. Möchtest du in den Keller? Ich kann das arrangieren. Was ist denn? Oh, Wolli schaut mich so traurig an. Ich will raus. Erstmal gibst du mir Wolle. Und dann können wir vielleicht darüber reden. So. Gut, ja, jetzt haben wir hier das abgeschlossen. Bauen wir den letzten Raum. Und dann kommst du auch in die Freiheit. Zu deinen Artgenossen. Ne, aber bis dahin musst du mir noch weiterhin Wolle geben. Ach ja, genau. Ich wollte hier jetzt das Fenster bauen. Moment, die Fackeln, glaube ich, passen nicht. 1, 2. Oh, da wo eine Fackel ist, sollte sie eigentlich nicht sein. Und hier, wo die Erde liegt, sollte sie auch nicht sein. Egal. Können wir alles anpassen. Den Außenbereich können wir ja irgendwann mal machen. So, gut. Ich glaube, den Außenbereich mache ich sogar jetzt. Jetzt habe ich irgendwie Lust darauf. Erstmal alle Türen schließen, damit keine Verbrecher hier reinkommen. Ach, man sieht den Dschungel jetzt. Das ist gut. Hallo Dschungel. Genau, hier ist es ein bisschen zu hoch. Das müssen wir ändern. Zunächst nehme ich allerdings hier die das Gras hier weg. Sprachfehler.